Jo, moin Leute, was geht ab bei euch? Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Tag und es geht endlich mal wieder mit einem Opening los. Und zwar öffnen wir heute die wunderschöne Top-Trainer-Box aus dem aktuellen Set Silberne Sturmwinde. Ja, es hat ein bisschen gedauert jetzt bei mir. Da kamen so ein paar, ja, wie sagt man denn, ein paar unglückliche Zufälle aufeinander. Und zwar hatte ich die Box nach dem Opening, wenn ihr das letzte Video geschaut habt, das 18er Lot, was ich aufgemacht habe vom neuen Set, habe ich direkt quasi die Box eine Woche später bestellt. Aber der Händler bei eBay hat die dann quasi erst irgendwie 1,5, 2 Wochen später losgeschickt. Und dann hat er die per Hermes-Versand verschickt. Und dann, ja, kam die erstmal, hat er die irgendwie hier bei mir nicht abgegeben oder so, sondern beim Nachbarn, der war erstmal nicht da. Ach, das war einfach ein komplettes Chaos, aber. Unterm Strich haben wir es jetzt hier. Ja, Artwork finde ich sehr nice, auf jeden Fall an der Stelle. Dieses Alola Vulpix ist ist ein cooles Pokémon auf jeden Fall. Ja, würde sagen, für die Box habe ich jetzt, wie gesagt, ich habe die bei eBay gekauft. Ich habe für die Box jetzt 39, 40 € bezahlt. Mit Versand war ich so bei 45 €. Das ist preislich eigentlich okay. Also. Schaut auf jeden Fall nach, Leute. Lasst euch da nicht verarschen. Die gibt es teilweise, stehen die bei 50 € oder so. Das ist viel zu teuer auf jeden Fall für die Box. Also, ja, deswegen, also guckt da ein bisschen nach auf den Preis. Also, wie gesagt, ihr findet die auf jeden Fall schon so für 40 so um den Dreh. Ja, also, was haben wir in der Box? Es ist eigentlich ja relativ meistens immer identisch. Wir haben einmal wieder einen Stapel Energiekarten hier. Dann haben wir hier. Diese wunderschönen Sleeves mit Alola Vulpix drauf, die finde ich auch sehr cool auf jeden Fall. Also das finde ich immer echt ein Highlight auf jeden Fall. So diese Sleeves auch immer da drin, das ist mega nice. Hier haben wir noch so, ich glaube, das sind so Trennwände quasi sozusagen wahrscheinlich für so, ja, für diese Box zum Beispiel dann da drin. Genau, ich packe das gerade erstmal wieder da rein. Dann haben wir hier noch so, ihr kennt das ja, dann haben wir noch so Würfel, so eine Vista-Marker, so ein Kopf. Und Ding zum Würfeln fürs Spiel dann selber. Und die Würfel natürlich auch passend in der Farbe zu Silberne Sturmwinde, seht ihr schon. So bläulich, türkis, grün. Voll gut. Und jetzt, Leute, geht's natürlich, geht's ja hier rum natürlich. Ne? Das ist ja die Hauptattraktion in der ganzen Box. So, wie viele haben wir denn? So, wir zählen gerade mal nach. Ich stelle die Box mal gerade beiseite. So, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Booster haben wir. Also, ich habe auf jeden Fall Bock, Leute. Ich habe gehört, wir schnacken nicht lang rum. Wir gehen direkt rein. Und ja, gucken wir mal, was wir pullen. Leute, auf jeden Fall für euch schon mal die Codekarte wieder. Ihr kennt das ja schon. Den Code kriegt ihr ja immer auf meinen Nacken quasi. Ne, für die, die das Online-TCG spielen. Und ja, geht mal los, Rutena. Dann haben wir einen Morpeko. Ergreifendes Aroma. Oh, ein Farbigel. Ein Flammiau. Ein Lilminip. Ein Lampi. Dann haben wir noch ein Castadur. Als Reverse-Holo haben wir einen Mitidos. Und ein Phenexis haben wir jetzt als quasi. Ja, auf dem Hit-Slot sozusagen. Ich hoffe ja auch wieder, dass wir die ein oder andere, boah, diese Booster, Character Rare ziehen. Das würde ich mega feiern. Also da wäre ich echt happy drüber. Wenn wir da wieder mal, ja, eine Character Rare pullen oder so. Klar, ich meine, wir wollen natürlich alle, viele wollen natürlich, oder dieses Lugia Artwork ziehen. Ne? Das ist ja auch eine mega fette Karte auf jeden Fall. Ja, bin mal gespannt. Also, gibt schon wieder sehr schöne Karten auf jeden Fall im Set. Und ja, schauen wir mal. Ein Weilmar haben wir hier. Dann haben wir hier wieder ein Cramorx. Ich finde die Cramorx-Artworks auch immer sehr nice. So. Die fand ich damals schon in der Nio-Reihe mega nice. Also, das muss ich echt sagen. Oh, da haben wir schon die erste Character Rare. Gerade angesprochen. Milotic. Mega nice. Ein super schönes Artwork, Leute. Gönnt euch diese Karte. Die ist fett. Und ein Klicki-Klack. Ah, die ist echt nice. Also die sleeve ich direkt. Ihr wisst Bescheid, Leute. Die Reverse-Karten sleeve ich auch. Aber das mache ich dann ja immer, ja, nicht im Video selber.
Weil ich sage immer, ich glaube, es gibt Spannenderes zum Gucken als jemand. Oh, die Krümel hier, was ist los? Hab doch alles abgewischt vorher. So, auf jeden Fall gibt es, auf jeden Fall, sag ich mal, Spannenderes, ja, als jemand zuzugucken, der Reverse-Karten sleeved, denke ich mal. Deswegen, ja, mache ich das immer so offstream quasi. So, Leute, geht weiter direkt. Nächste Codekarte wieder für euch. Gönnt euch. Und ja, würde ich mal gucken, was wir jetzt haben. Zum Beispiel Wasserenergie. Dann haben wir die regenerative Energie. Dann haben wir einmal. Ach, das hatten wir doch gerade schon. Mithidos hatten wir doch gerade als Reverse Holo. Dann haben wir die V-Schutzenergie. Dann haben wir Resladero, Geronimatz, ein Vulpix, ein Traumato, ein Fukano. Die V-Schutzenergie als Reverse. Und haben wir einen Hit. Oh, Incognito V. Ja, chillig auf jeden Fall. Cool. Ich glaube, die hatten wir schon im 18er Lot gepult, die V, die Incognito V-Karte. Aber ich freue mich trotzdem, ist ein Hit auf jeden Fall. Also deswegen, ja, wird die direkt mal daneben gepackt. So. Ja, zwei Booster haben wir jetzt. Ne, drei haben wir jetzt. Und ja, wer zählen kann, ist klar ein Vorteil. Und ja. Geht mal direkt weiter, Leute. Geht direkt weiter hier. So, dann einmal wieder die Codekarte für euch. Und dann wieder vier von vorne nach hinten. Wir starten mit der Unlichtenergie. Dann haben wir, ach, ein Sonflora. Dann ein urzeitlicher Altar. Ein Deden. Ein Dratini. Ein Klick. Flunschlick. Ein Togedimaru. Ein Psiyaw in dieser. Ja, Strickvariante, sage ich mal. Oh, ein Fione. Und. Oh, geil, Leute, guckt euch das an. Geil, Alola Vulpix Vista. Auch eine sehr schöne Karte. Oh, die gefällt mir. Die ist nice. Wir haben doch in dem 18er haben wir doch die Full Art gezogen von Alola Vulpix. Jetzt haben wir noch die Vista. Geil, auf jeden Fall. Ihr seht, die packe ich auch mal direkt in ein Sleeve rein. Packen wir auch hier oben hin. Da könnt ihr die immer noch ein bisschen sehen dann dabei. By the way, ja, bis jetzt, ja, vier Booster, also die Hälfte. Bis jetzt drei Hits, sage ich mal. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, wir gucken aber auch direkt mal weiter. Hier wieder der Code. Und dann geht es wieder mit der Blattenergie los. Oh Gott, ein Humanolith, das ist doch dieser Steinklotz, genau, richtig. Ah, Aranestro, Serena. Zubat, auch ein cooles Artwork in der Höhle. Ach, Pyrgraulon, dieses Alien-Pokémon, das stimmt. Das sitzt auch im Pokémon Go immer mal irgendwo. Aber das ist schon seltener. Relikant, auch ein cooles Pokémon. Lanthorn und ein Gardevoir. Joa, drei Booster haben wir noch, Leute. Bin mal gespannt, ob wir noch was ziehen. By the way, ich mache auch noch ein kleines Weihnachtsopening, so vielleicht in einer Woche oder so. Da wollte ich so ein paar verschiedene Pokémon, ja, Produkte mal öffnen. Seid ihr auf jeden Fall gespannt, was da genau kommt. Wie gesagt, ich werde das wahrscheinlich so, eventuell habe ich mir überlegt, so Heiligabend recorden oder so. Ja, ich gucke da mal, wie es zeitlich bei mir passt, wie ich das hinkriege dann. Und ja, wie gesagt, auf jeden Fall, da wird auch noch ein kleines Weihnachtsopening kommen dann. Wo wir ganz gechillt auch was aufmachen, wieder ein bisschen was breaken und ja, gucken wir auf jeden Fall mal. Ein Holo-Golbat, Golbat sag ich schon, X-Bat, auch schön. Ja, wobei ich muss ehrlich sagen, die Holos gefallen mir von damals besser, deutlich besser, aus dem vorigen Zyklus auch. Aber ist cool auf jeden Fall, ist ein Hit. Ein Holo-X-Bat. Ja, also finde ich schon sehr schön auf jeden Fall. Packen wir auch mal hier oben hin. Leute, zwei Booster haben wir noch. Bin mal gespannt auf jeden Fall, ob wir noch was ziehen jetzt aus den letzten zweien. Eine Character Rare wäre noch geil auf jeden Fall. Die würde ich auf jeden Fall feiern an der Stelle. Wir gucken mal. Wir starten auf jeden Fall mit der Kampfenergie. Dann haben wir ein Dartignes, ein Klick-Klack, ein Notfallgelee. Sieht aus wie so ein grüner Tee irgendwie, so ein Pack, keine Ahnung. Webarak. Ein Tarnhiel. Glibunkel. Auch finde ich ein cooles Pokémon auf jeden Fall. Habe ich damals in der Serie immer mega gefeiert, als das doch der
Ach, guck, so Leute, guck dir das an. Geil, Mann. Serpi Royal als Character Rare. Boah, die ist aber schön. Die habe ich auch noch nie gesehen. Nicht mal im Japanischen. Boah, die ist geil. Hammermäßig. Und noch ein Fiaro. Aber die ist echt schön. Meine Güte. Boah. Also da bin ich ja schon echt ein bisschen verliebt, muss ich sagen, in die Karte. Die ist schon echt nice. Boah. Also die habe ich auch noch nicht gesehen. Boah, Leute, gönnt euch die schöne Karte. Mega nice. Geil. Packen wir mal hier hin. Und jetzt, Leute, ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Letztes Booster. Gucken wir mal, was da noch drin ist. Die Codekarte. Und wir schauen mal. Wir starten auf jeden Fall mit der Feuerenergie. Dann ein Lippomentas. Dann haben wir ein Hypno. Ein Flapdyrix. Ein Traumato, passende zum Hypno. Ein Fukano. Ein Traunfugil. Dann haben wir noch ein Weilmar wieder im Pack. Kramorx. Ein Togedemaru. Und haben wir noch einen Hit im letzten Pack? Last Pack Magic und. Nein, ein Kobalium. Passt ja auch gerade aktuell zum Pokémon Go Raid. Im Moment ist ja auch Kobalium in den 5er Raids. Ja, Leute, an der Stelle. Ja, ich zeige euch nochmal die Hits, die wir hatten. Wir hatten das wunderschöne X-Bud Holo. Das Alola Vulpix Vista. Dann hatten wir das Incognito V. Dann hatten wir die wunderschöne Character Rare von Milotic und von Serpi Royal. Also sehr geil auf jeden Fall. Ja, was meint ihr dazu? Wie fandet ihr die Pulls? Ich meine, das waren jetzt 8 Booster. Sagen wir mal, 5 Hits. Ist doch eigentlich nicht schlecht. Ne, an der Stelle. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden. Und ja, wie gesagt, Box habe ich so für 3,39, 40 € habe ich für bezahlt jetzt. Guckt auf jeden Fall, vergleicht die Preise, Leute. Kann ich euch nur als Tipp geben. Lasst euch da nicht scammen, weil, wie gesagt, ich habe die Boxen teilweise schon für 50, 55 € gesehen, was einfach viel zu viel ist. Ja, ich sag mal, wenn ihr so um die 40, Mitte 40 geht klar, aber alles, was so im 50er-Bereich ist, ist einfach nur Scam an der Stelle. Ne? Also, wisst ihr Bescheid, Leute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Opening-Video. Was im nächsten Opening-Video? Sehen wir uns im nächsten Opening-Video, genau. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt auf jeden Fall gesund und dann bis zum nächsten Mal. Haut da rein, Jungs und Mädels.